Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fallout 4. Bitte nicht wundern, wenn ich mich etwas anderes anhöre. Ich probiere so ein bisschen mit meinem Mikro rum. Ich probiere so ein bisschen was rum. Es kann sein, dass ich mich ein bisschen anders anhöre. Man hat es, glaube ich, in den letzten Aufnahmen auch schon gemerkt. Ist ja auch egal. So, willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4, Folge Nummer 17. Wir reden mal ganz kurz mit Cotsworth. Sind gerade eben aufgewacht. So, gibt uns aufbereitetes Wasser. Was hat er denn eigentlich für eine Meinung? Was meinst du? Wie hält man einen Idioten bei der Stange? Ach, kapiert? Ja. Okay, und sonst? Was denkst du über unsere Beziehung? Mir ist klar, dass die letzten 200 Jahre für Sie im Fluge vergangen sind, Sir. Aber ich würde sagen, unser Verhältnis hat nicht darunter gelitten. Ich hoffe, Ihnen geht es genauso. Ja, so geht's mir sonst auch. Erstmal nichts weiter. Na gut. Gut. Du musst nicht immer gleich alle Reifen umwerfen, nur weil ich dich nach deiner Meinung frage, Cotsworth. Gut, was machen wir denn diese Folge? Ich habe mir gedacht, wir gehen nochmal hier runter, denn es hat jemand in den Kommentaren geschrieben. Also den Kommentaren stand, hier unten habe ich ein Magazin vergessen. Ich bin da ja zweimal durchgerannt. Beim ersten Mal bin ich gestorben, dann bin ich nochmal durchgerannt. Und dann habe ich wohl ein Magazin vergessen. Ich kann da jetzt keine Schnellreise hinmachen, also müssen wir zu Fuß hinlatschen. Müssen wir eben machen. So, und dann steht hier bei Daten noch, bei Werkstätten, dass Sanctuary Hills keine Betten hat. Das kann nicht sein. Also gehen wir nach Sanctuary Hills, gucken nach, was da los ist. Wahrscheinlich müssen die Betten in irgendwelchen Häusern stehen, die geschützt sind. Das kann ich mir vorstellen, dass die Häuser nicht geschützt sind. Ja, da ist die hässliche Frau. Harte Arbeit, jeden Tag, immer das Gleiche. Ja, ja, harte Arbeit, jeden Tag, immer das Gleiche, bla bla bla, Phase. Sei doch dankbar, dass du überhaupt Arbeit hast. Ja. Ja, genau. Siehste, Carla stimmt mir zu. Das ist echt ein scheiß Wetter. So, was stimmt hier nicht? Wieso meinen die, dass die haben doch Betten. Siehste, 8 Betten. Moral geht auch hoch, wahrscheinlich sind die nicht geschützt. Wir haben ja auch bei Aufgaben sonstiges. Nee, letztens hatten wir da hier noch baue geschützte Betten für die Siedler in Sanctuary Hills. Carla, du hast deine Kuh vergessen. Carla hat ihre Kuh vergessen. Das ist ja jetzt, ja. Gut, machen wir mal weiter. Geschützte Betten. Das heißt ja, also in der Red Rocket zum Beispiel, habe ich ja auch ein Bett aufgebaut. Und geschützt heißt ja, es müsste theoretisch hinter einer Tür stehen. Oder in einem Gebäude, das eine Tür hat. Also nehme ich mal an, ich muss hier eine Tür reinsetzen. Ich glaube, das geht gar nicht, oder? Nee, das geht nicht. Wir können... In unser altes Haus, das weiß ich, da können wir eine Tür reinsetzen. Da ist ja auch eine Tür drin. Geht das jetzt nicht, weil da eine Tür drin ist. Hier zum Beispiel könnten wir eine Tür reinsetzen, siehst du? Ich glaube, das mache ich jetzt einfach auch mal. Was ist denn da eigentlich für eine drin? Eine blaue? Ich habe gerade keine passende blaue, also nehme ich einfach mal. Oder ist hier hinten vielleicht noch? Ja, die, ne? Das ist aber auch nur so eine komische... Das ist eigentlich eine Schuppentür. Ich habe gerade keine passende blaue, also muss die ausreichen. So. Und dann machen wir die hier weg. 6 Stahl. Wieso steht hier ein Toaster? Das kann nicht sein. Wer stellt meinen Toaster, unseren guten Toaster, mit dem wir so viel getoastet haben, vor dem Krieg, den stellen die einfach nach draußen. Das kann ja nicht. Hier unten, da guck mal. Der Teekessel steht auch unten. Nee, der muss doch auf den Ofen, sonst kann man damit keinen Tee machen. Das sind die Amerikaner, die wissen nicht, was man mit Tee machen soll. Bei denen wirft man Tee ja ins Meer. So. Irgendwas sieht hier noch falsch aus, aber ich lasse es jetzt erstmal so. Gut. Mama Murphy hat schon wieder irgendwas gesehen und kann wieder irgendwas nicht tun. Das ist nichts Neues. Hier ist nichts drin. Das ist, ja, gut. Also ich nehme einfach mal an, die Betten sind nicht geschützt, weil sie in keinem Gebäude drin sind. Also in keinem geschützten Gebäude. Das heißt, wir müssten theoretisch jetzt, ich müsste jetzt theoretisch das hier abreißen.
was ich jetzt nicht machen will. Und dann eventuell ein Fertighaus bauen, wenn ich momentan keine Lust habe, hier den irgendwas Geiles zu bauen. Also müsste ich jetzt theoretisch das Ding hinpacken und dann könnte ich da die 8 Betten reintun oder die 7. Wir haben ja 7 Bürger. Stahl und Holz haben wir eigentlich genug dafür. Ich meine, ich könnte theoretisch auch was Eigenes bauen aus diesen kleinen Sachen hier. Aber ich habe noch andere Dinge zu tun. Das heißt, das Ding kommt erstmal weg hier. Ich kann da mal irgendwas anderes hinbauen, wenn ich die Zeit dafür habe. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich das machen soll oder nicht. Da ist man ja geteilter Meinung, was diesen Baumodus angeht. So, jetzt noch richtig schön drehen. So, jetzt noch zur Seite. So, eine Matte. Sieh mal eine an. Eine bitte eintreten, Matte oder sowas. Haustür, Matte, irgendwie sowas. Jetzt packen wir da noch eine Tür ran. Strukturen, Türen. Machen wir. Wieso geht das nicht? Ah, ja, so, okay, alles gut. Packen wir da noch eine Tür ran. Und dann müsste ich jetzt die Betten da reinstellen. Allesamt. Ich meine, mir ist das lieber, wenn sie hier in den Häusern sind, aber scheinbar mögen die Leute das nicht. Sonst wären die ja nicht unglücklich. Also das Spiel meint, die wären nicht geschützt in den Häusern. Deswegen muss ich die jetzt leider hier hinpacken. Mir selber gefällt das nicht, aber es hilft ja nichts. So. Oder ich mache das Ganze einfach offscreen. Das kann ich natürlich auch machen. Also, dass ich das zwischen den Aufnahmen mache. Die Siedlung aufbauen. Das schön dekorieren, etc. Was auch was Lustiges wäre, weil dann könnte ich einfach sagen, ja gut, dann ist jetzt die Folge vorbei. Und dann in der nächsten Folge ist dann aus dem kleinen Schrotthaufen hier, aus dem kleinen... Ja, aus dieser kleinen Schrottansammlung eine richtig schöne Siedlung geworden. Aber wie gesagt, das müsst ihr alles in die Kommentare schreiben. Wenn nichts in den Kommentaren steht, ich lese die ja alle, dann habe ich ja schon mal gesagt, spiele ich das Spiel einfach so, wie ich das für richtig halte. Weil ich kann ja keine Gedanken lesen. So. Das stand noch hier. Eigentlich muss ich gar keine 7 Betten hintragen, weil die... Also theoretisch müssten wir eigentlich gar keine 7 Betten aufstellen. Oder bräuchten wir gar keine 7 Betten, obwohl wir 7 Bürger haben, weil die 2 sind ja... Ich mach das mal so. Die 2 sind ja sowieso... Also 2 von den 7 sind ja sowieso immer im Versorgen. Also sind ja die ganze Zeit am Kontrollieren zwischen Red Rocket und Abernathy Farm. Und eben Sanctuary Hills. Da gibt es eigentlich nichts, das jetzt irgendwie... Also wo die jetzt irgendwie schlafen müssten. So, hier sind noch die 2 Betten, die ich vorhin genommen hatte. Und die packen wir hier hin. Jetzt weiß ich nicht, in welchen Betten June und Ding geschlafen haben. Ich glaube, das waren die beiden hier, oder? June und Marcy haben doch in einem der beiden geschlafen. Dann müssen wir die theoretisch zusammenstellen, weil die sind ja verheiratet. Ja, es ist ja... Also, die sind auch gar nicht belegt. Irgendwer pennt jetzt schon wieder in meinem eigenen Bett. Also in dem Bett, das ich mir hier aufgestellt habe. Das kann ich ja nicht... Also das geht ja nicht, ne? Das so... Ne, das geht nicht. So, dann packen wir das weg. Und wenn ich das jetzt wieder hinpacke, dann müsste das theoretisch wieder... frei sein, sozusagen. Ja, genau. Gut, dann ist das gefixt. Gut, dann hätten wir das erledigt. Die müssten jetzt sicher sein. Ich bin mir natürlich nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt so geklappt hat oder nicht. Aber zumindest sind sie in einem Gebäude mit einer Tür. Und das sollte doch schon was sein, oder? Das sollte doch was heißen. Ich kann ja mal hier die Wand zumachen noch. Warte mal. Das müsste hier hinten irgendwo. Genau. Weil hier ist ja die Wand offen. Das geht ja so auch nicht. Es geht nicht, ja. Ich kann die Wand nicht zumachen. Na gut.
dann bleibt die eben offen. Ist nicht mein Problem. Damit sollen die schon alleine klarkommen. Die können dankbar sein, dass ich denen jetzt überhaupt diese Betten hingebaut habe. Aber selbst die sind mit der Zeit immer einfacher. Ja, ja. Manche Tage sind hart, aber selbst die werden immer einfacher. Bla, bla, bla. Phase. Macht euren Scheiß alleine. Munition. Ein Sturm zieht auf. Ich hab's donnern hören. Und Blitze. Ah, ein schönes Gewitter. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht, ne? Da kommt schon wieder die andere Siedlerin. Ja. Versorger. Ich wünschte wirklich, ich könnte die umbenennen. Das Einzige, was ich machen kann, ist denen spezielle Kleidung anlegen, Waffen geben und Munition. Aber ich kann die nicht umbenennen. Das ist echt schade. Die heißen alle Siedler oder Versorger. Finde ich irgendwie nicht so geil. So. Das machen wir mal zu hier. In den Kommentaren stand auch, man kann einfach, also man muss nicht immer wieder zur Werkbank laufen, sondern kann einfach, ich kann einfach zu einer Kochstation geben oder zu einer Rüstungswerkbank oder sonst irgendwo hin. Das stimmt. Also um meinen Shot abzuliefern oder um irgendwas rauszunehmen, das stimmt. Aber es ist Angewohnheit. Ja, es ist vollkommen Angewohnheit. Also wenn ich irgendwo ankomme in irgendeiner Siedlung und ich, also zumindest vor allem bei der Red Rocket, und ich will irgendwas rausnehmen, dann ist es einfach pure Angewohnheit, dass ich dann immer zur Werkbank gehe. Das ist bei mir einfach so. Wie viel trage ich denn eigentlich momentan mit mir rum? Warte mal. 98 von 135. Was waren das alles? Habe ich irgendwie Kleidung dabei, die ich nicht brauche? Irgendwie Hilfsmittel? Distel, Schrott, Mods, Munition, eigentlich nichts, ne? So. Tür zu, bitte. Tür zu, genau. Die macht Gott so wahrscheinlich sowieso gleich wieder auf. Ich gucke noch ganz kurz nach, ob ich hier was... Ja, ich kann sogar was kochen. Eine Köterkeule. Ansonsten nichts. Das reicht mir aber auch. Und dann gucken wir mal nach, was wir hier noch so machen können. Beziehungsweise was ich weglegen kann. Wir haben 4 Mollys und 4 Splittergranaten. Antibiotika, aufbereitetes Wasser. Buff, aufbereitetes Wasser halte ich mal. Buffjet kann ich auch mal behalten. Die Disteln muss ich nicht mit mir rumtragen. Ansonsten sehe ich überhaupt nicht, was hier so viel wiegt. Das ist wahrscheinlich die Kleidung. Kann ich die eventuell modifizieren? Kann ich da Taschen dran machen? Ist da irgendwo keine Tasche dran? Das ist schon vernietet, ne? Da sind noch Taschen dran. Legiert, Taschen, umgürtet. Kann ich das vernieten? Perfekt. Und das ist auch vernietet und sind Taschen dran. Vernietet. Das ist isoliert. Rang 4 bei Rüstmeister und Rang 4 bei Wissenschaft. Da muss ich noch ganz schön viel leveln. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu dieser komischen Ding. Gehen wir mal los und das heißt, ich kann ja mal. Genau, das mache ich jetzt mal. Erstens muss ich noch gucken, ob Kotzwiff irgendwas mit sich rumschleppt. Ich glaube, ich hatte nämlich beim letzten Mal hey. Hier da. Doch, hab ich gemacht. Ich habe gedacht, ich hätte beim letzten Mal nicht seine Taschen geleert sozusagen. Aber was habe ich gemacht? Wo ist der Hund? Wo ist Dogmeat? Dogmeat. Hallo? Ich wollte jetzt Dogmeat mitnehmen statt Kotzwiff. Dann können wir nämlich mehr tragen. Außerdem wollte ich mal gucken, wie das mit ihm ist. Also Kotzwiff ist ja eine reine hey. Killermaschine. Los, Junge. Wir müssen gehen. Und Kotzwiff kommt zur Red Rockets Raststätte. Wahrscheinlich werde ich alle meine Begleiter, die wir sammeln, an einen Ort sammeln. Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Eigentlich ist es ganz gut, wenn die an verschiedenen Orten sind. Und wir haben Hunger. Wieso kam da oben keine Meldung, dass ich Hunger habe? Ist das mal wieder verbuggt? Manchmal gibt es nämlich einen kleinen Bug, dass oben in der Ecke die Meldungen nicht angezeigt werden.
Ja, doch, die werden angezeigt. Ich hab's nur übersehen. Gut. Dann gehen wir zurück zum Waldenpond. Da habe ich nämlich ein Magazin übersehen. Die Siedlerrekrutierungsding verloren. Ich hab's doch ausgeschaltet. Hätte ich das nicht ausgeschaltet? Hm. Gucken, ob wir eins von den Dingern jagen können. Na, perfekt. Langsam gehen mir die Fusionszellen aus. So, was hast du denn dabei? Ah, Fleisch, Leder und eine Haarbürste. Ja gut, nehme ich gerne. Was haben wir denn hier? Patronen? Was ist das? Ein Raider mit Stimpaks, Patronen, eine schwere Pistole und lauter Rüstung. Ja, nicht so interessant. Vorne war eine feindliche Hirschkuh. Da. Die habe ich vorhin erwischt, ne? Eine von... Ja, da, die da. Habe ich die entsendet oder war es Dogmeat? Naja. Ist ja egal. Hm? Renn, du dummes Ding! So. Auf zum Waldenpond, der müsste hier unten irgendwo sein. Den Bus hatte ich schon durchsucht beim letzten Mal, ne? Genau. Da war nichts von Interesse drin. Erfahrungspunkte. Ich nehme an, Dogmeat hat die Hirschkuh erledigt oder sowas. Jetzt können wir nämlich, das habe ich gar nicht gezeichnet, jetzt können wir nämlich 185 mittragen. Weil nämlich, um das nochmal zu erklären, der hier diese Fähigkeit, der einsame und herzliche, dabei Dogmeat irgendwie nicht greift. Also normalerweise, da steht ja, wenn du ohne Begleiter unterwegs bist, erleidest du 15% weniger Schaden und kannst 50% mehr Ausrüstung tragen, aber irgendwie zählt das für Dogmeat nicht. Also wenn wir Kotzdorf dabei haben, dann ist die Fähigkeit ziemlich nutzlos, aber wenn wir Dogmeat dabei haben, dann greift die irgendwie trotzdem. Das ist irgendwie... Das ist nicht verbuggt. Ich weiß, wieso das so ist, und zwar liegt das daran, dass in der Engine vom Spiel die Begleiter als Fraktion gekennzeichnet sind, die sich, ja, ich nenne es mal grob Begleiterfraktion nennen. Bis auf Dogmeat. Dogmeat ist in der Dogmeat-Begleiterfraktion. Und aus irgendeinem Grund ist das wohl so, dass der Perk nur die Begleiter betrifft, die in der Begleiterfraktion sind. Nicht in der Dogmeat-Begleiterfraktion. Und der einzige Grund, warum Dogmeat in der speziellen Fraktion ist, ist ja der, dass Dogmeat, also es war geplant wohl, und es ist auch finden sich in den Spielerteilen Hinweise drauf. Ach nee. Nee, keine Blutkäfer. Gott, ich hasse die Dinger. Also es gibt in den Spielerteilen Hinweise darauf, dass man Dogmeat zusammen mit einem anderen Begleiter hätte mitnehmen können. Was? Alles gerade mit Wurfs. Alter, was ist das denn? Wieso kommen hier jetzt auf einmal so viele Viecher? Weil es Nacht ist? Alter, willst du mich doch verarschen, oder? Jetzt brennt der... Oh Gott, jetzt habe ich doch mit angezündet, ne? Die kommen hier nicht rein, kann das sein? Oh Gott, die kommen hier rein. Okay, so viel dazu. Muss doch mitteilen. Ja, komm, Kleiner. Komm auf die Beine. Ein Stimbeck mitten ins Auge. Alles in Ordnung. Alter, du dummes Ding. D
wie viel hält so ein Viech eigentlich aus? Das ist nicht schlimm. Wo kommen die jetzt auf einmal her? Die waren doch beim letzten Mal nicht da. Da war doch noch irgendwo ein Skorpion. Wo ist der hin? Hat Doc mich den erledigt? Oder so. Ah, wollte gerade sagen, sollte ich einfach froh sein, dass der nicht mehr da ist. Nein, ich bin hier am Verrecken. Och nö. Ach scheiße. Also wenn das so weitergeht, ja? Wenn das so weitergeht, dann laufe ich nur noch mit Power Armor rum. Aber selbst die würde mir wahrscheinlich nicht viel helfen. Jetzt darf ich die ganze Scheiße mit den Betten nochmal machen. Oder ich scheiß einfach drauf. Ich glaube, ich scheiß einfach drauf. Am Ende sind die Leute sowieso einfach nur Mittel zum Zweck. Hey. Nächste ist John Edmund. Ja, ja. So, Dogmeat, wo bist du? Der war doch... Na, ist er. Junge! Alles okay, Junge? Los, Junge. Dem geht's gut? Wir müssen gehen. Kurzwurf bleibt hier. Dann gehe ich nochmal ganz kurz was braten. Ja, ganz kurz hier, Köterkeule. Wie viele Stimpacks habe ich eigentlich? 13. Ich nehme mal 20. Ich nehme mal nochmal 10 mit. Die sollten ja hier drin sein. Lebensmittel. Ich müsste ja. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Da genau. Ich nehme mal nochmal 10 mit. Ich habe 30 Stück. Obwohl, ich nehme 7 mit. Dann haben wir 20. Denn wir brauchen ja Stimpack. Alter, dann kann ich ja theoretisch. Ach, guck mal. Teddybär! Nee, den behalte ich mal. So. Hey, Dogmeat! Hey! Jetzt bleib doch mal hier da stehen. Alter! Dummer Hund! Da! Boah, jetzt sieht man's nicht. Geil. Aber er spielt mit dem Teddybär. So, ich trinke mal noch ganz kurz was hier. Und dann geht's auf zurück zum Waldenpond. Oder sollte ich mit Power Armor hingehen? Oder lag das einfach daran, dass es Nacht war? Aber beim letzten Mal waren da ja nicht solche Viecher. Wie viele Fusionskerne habe ich denn eigentlich? Also wie viele? Halt, die müssten ja hier drin sein. Die habe ich ja hier abgelegt. Ja, nicht da, bei Munition, so. 2. Und in der Power Armor ist, glaube ich, auch noch einer drin. Das heißt, ich habe 3. Ich könnte jetzt mit der Power Armor da hingehen, aber ehrlich gesagt wäre das Verschwendung, glaube ich. Also es würde sich eher lohnen, wenn ich die Power Armor nehmen würde, um zur Kowerka-Fabrik zu gehen. Weil so ein Fusionskern ist ja zumindest am Anfang vom Spiel nicht unbedingt etwas, das man immer wieder findet. Und die Power Armor, die ich habe, die ist jetzt auch nicht vollständig repariert, muss man auch sagen. Das wollte ich noch machen. Ich wollte die noch reparieren und dann wollte ich sie noch ein bisschen verbessern. Das war ja einer der Gründe, warum ich die Versorgungsstation aufgebaut habe. Also die Versorgungslinien. Hm, genau. Na, da ist wieder so eine blöde Hirschkuh. Na. So. Ja, wie wär's, wenn du dir die mal holst, Dogmeat? Statt drum rumzustehen, wo ist denn die? Ach, da. Warte mal. Aua! Damit wäre das erledigt. Dann holen wir mal das Impro-Gewehr raus. Noch ein paar wilde Mutterbeeren, die kann man immer essen.
falls man mal Hunger hat. Die kann man leider nicht anpflanzen. Ich verstehe auch nicht so recht, warum nicht. So, da hinten müsste irgendwo der Waldenpunkt sein. Ja, da sieht man ihn schon im Nebel auftauchen. Und dann müssen wir... Nee. Wo waren das? Wir müssen da rein, glaube ich. Und unten im Keller, glaube ich, war das. Das ist ja alles, was ich eigentlich machen wollte. Jetzt sind die Viecher wieder nicht da. Ich verstehe das nicht so ganz. Ich glaube, die kommen nur nachts. Also es kann tatsächlich sein, dass es nachts schwerer ist. Die Kronkorken hatte ich auch vergessen. Also, dass nachts irgendwie mehr Tiere kommen, das kann sein. Würde ja Sinn machen, ne? So, jetzt noch einen Benzinkasten. Die kann ich ja mitnehmen, ich habe ja genug. Also, ich kann ja jetzt 185 tragen. Das ist eine Schere, die kann ich da lassen. Das ist eine Kaffeetasse. Ein antiker Globus. Ofenhandschuhe. Ich war voll beim letzten Mal, ne? Deswegen musste ich hier so viel liegen lassen. Wie zum Beispiel die Pistole. Die Leichen sind weg. Aber die Waffen sind noch da. Ich kann ja mal fragen, ob er was findet. Wie geht's dir, Kumpel? Und zwar... Hey, Junge. Kannst du was für mich finden? Kann er ja Behälter finden. Na, findest du hier was Brauchbares, Junge? Na? Nee, nichts gefunden. Also zumindest kein Behälter. Es kann sein, dass da irgendwo ein Gegenstand liegt, den er finden könnte. Aber, guck mal, die Leichen sind noch da. Irgendwas macht hier ein komisches Geräusch. Das war die Improvisationspistole, die... Es war die Pistole, die im Ding hängt. So, da ist ein Schlafsack. Das ist auch vollkommen richtig, das habe ich auch vergessen, im Schlafsack zu schlafen. Das stand auch in den Kommentaren. Wo ich das eigentlich ganz gut erklärt hatte, warum ich das jetzt mal nicht gemacht habe. Und da ist das Magazin, genau. Geschichte eines Dörrfleischverkäufers aus Jumptown. Erhöht dauerhaft Preise, erhalte dauerhaft bessere Preise, wenn du bei einem Händler kaufst. So, erhöht dauerhaft Preise wäre irgendwie doof. So, dann schlafen wir in der Matratze. Es geht nämlich so, dass Schlafsäcke schlechter sind als Matratzen. Und Matratzen sind schlechter als Betten. Also ich glaube, in einem Schlafsack kann man, glaube ich, 2 Stunden schlafen. Und in der Matratze kann man 5 Stunden schlafen. Kochplatte. Interessant. Ich kann hier irgendwie nicht... Also irgendwas blockiert hier mit dem Weg. Das ist irgendwie... Das muss der Stein hier in der Decke sein. Bin zu hoch. Bin zu groß. So, und jetzt ist es 6 Uhr abends. Eigentlich müsste ich die Nacht durchpennen. Einfach nur, um zu verhindern, dass wir nochmal in diesem Meierlurks entgegenrennen. Aber was soll's, machen wir nicht. Es ist doch langweilig, wenn man ganz ohne Gefahr lebt. So, dann hier hoch, da rein. Und hier wieder raus. Jetzt ist die Frage, was machen wir als nächstes? Wir müssen questmäßig immer noch für Preston, beziehungsweise für die Siedler in Ten Pines Bluff, das ist ja hier hinten, für die hier müssen wir ja immer noch in der Corvera-Fertigungsanlage Gegner erledigen. So, ich mache mal die Markierung wieder weg. Die Abernathys haben nichts für uns, also den haben wir ja schon geholfen, den haben wir jetzt wieder hier gebracht. Wir könnten theoretisch die Ausgrabungen durchgucken. Oder uns irgendwo nochmal umsehen. Also ich glaube, wahrscheinlich... Gibt es hier noch einige Sachen zu entdecken. Es ist ja im Survival-Modus auch anders als im... normalen Modus. Also im normalen Modus wird ja unten am Kompass immer der nächstgelegene interessante Ort angezeigt. Und wie man sieht, ist hier unten auf dem Kompass einfach absolut nichts eingezeichnet. Ach, nee. Wilde Gule. Tafelmesser, das ist sehr unglaublich. Aufgepasst. Ramen-Leder, was haben wir hier? Ein Plünderer. Wurde wahrscheinlich vom Ghoul getötet. Eine Mutterbeere, sehr gut.
Meierlörg-Eier. Kann man die, könnte ich die plündern? Ah, nee. Und da sind auch schon Mama und Papi. Yep, da kommen sie schon. Und ich habe mich selbst getroffen. Das ist immer geil. Und jetzt verrecke ich gleich wieder. Lock wieder am Boden. Das ist auch geil. Ach man, ey. Wieso passiert mir so eine Scheiße immer? Weil ich zu gierig bin. Ich wusste, dass es Probleme macht, die Bioblock-Eier zu stören. Ich wusste, das ist eine ganz dumme Idee. So. Voll ins Gesicht getroffen. Der andere rennt weg. So, wo ist Dogmeat? Hier hinten irgendwo. Ah, da ist er. Und jetzt haben wir noch 18. 18 Stimpaks. Und er kommt wieder her. Blöde Scheißteil. Lässt du meinen Hund in Ruhe? Das gibt's hier nicht. Volltreffer. Haben wir Glück gehabt. Und die Meierlock-Eier nehmen wir mit. Daraus lässt sich ein schönes Omelette machen. Und das Fleisch natürlich auch. Mmh, lecker. So, Ei. Das ist jetzt echt blöd gelaufen. Ich habe gedacht, vielleicht schlüpfen da ein paar von den kleinen Viechern. Aber dann hätten wir Glück, ne? da ist auch noch so ein kleines Mini-Viech, so ein Schlüpfling. Das sind Meierlurks eigentlich. Mutierte Krebse? Flusskrebse? Weiß ich nicht so genau. Was ich weiß, ist, dass Dogmeat gerne schwimmt. Oder Schrimps. Schrimps vielleicht, das kann sein. Flusskrebse, Schrimps, irgendwie sowas.